Hallo, willkommen zum ersten Tutorial von Your Tutorial. Und wir fangen an mit der Tutorial-Reihe Batch Programmierung. Und ja, wir brauchen ein paar Sachen dafür. Eigentlich gesagt nur eine einzige, und das ist Notepad++, weil ich finde, damit kann man am besten arbeiten. Die geht in eure Standardsuchmaschine und gibt dann Notepad++ Chip ein, habe ich jetzt mal gemacht. Geht darauf, downloadet euch es und ja, installiert es. Habe ich jetzt schon alles gemacht, und dann fangen wir einfach damit mal an, womit man eigentlich immer beginnt bei Programmiersprachen: mit einem Hello World Programm. Und doch, eine Sache müssen wir noch machen. Ihr geht auf euer Windows-Symbol, macht Rechtsklick, Windows Explorer öffnen, dann geht ihr auf Organisieren, Layout, macht bei Menüleiste ein Häkchen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf Extras, Ordneroption, Ansicht, und dann macht ihr bei Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden das Häkchen weg. So, ihr werdet gleich auch sehen, was dann passiert. Dann könnt ihr nämlich, da macht ihr erstmal Rechtsklick, neues Textdokument, nennt es wie ihr wollt, Hello, und könnt dann direkt einen Punkt und dahinter BAT machen für Batch. Ja, dann könnt ihr auch hier Rechtsklick drauf machen und Edit with Notepad++. So, der allererste Befehl, den am meisten eingibt, ist mal Add Echo Off. Und ja, fangen wir einfach mal an. Das hier steht dafür, dass die Befehle nicht mehr angezeigt werden. Ich kann euch das auch gleich mal zeigen. Aber jetzt machen wir es erst. Das Echo ist dafür da, dass wenn ihr dahinter jetzt was schreibt, dann steht das halt im Fenster, also um Texte schreiben. Ich schreibe jetzt rein Hello World. Und ja, dann macht ihr Pause, weil wenn ihr das nicht schreibt, dann geht das Fenster sofort zu. Und ja, dann habt ihr es eigentlich schon, euer erstes Batch-Programm geschrieben, und hier seht ihr Hello World. Jetzt zeige ich euch einmal, was passiert, wenn man Add Echo Off wegmacht. Ich speichere das wieder. Dann seht ihr C, User, Desktop, Echo, Hello World. Das wollt ihr ja nicht. Oder wenn ihr es wollt, könnt ihr es so machen. Aber ich finde es nicht so schön, deshalb mache ich es. So, Add Echo Off. Ja, und das war das erste Tutorial. Danke fürs Zuschauen und nicht vergessen, abonnieren.